Wenn die Cyberkriminalität zunimmt, müssen auch die Sicherheitsmaßnahmen äquivalent zunehmen. Bei der heutigen Veranstaltung Zutritt für Unbefugte geöffnet, Cybersecurity im Homeoffice, beschäftigt man sich mit den aktuellen Bedrohungen und wie man sich davor schützen kann. Cybersecurity im Homeoffice, was sind denn die aktuellen Gefahren? Wie auch im normalen Beruf auch oder wenn ich im Büro arbeite, aktuell Phishing ist ein großes Thema, also E-Mails, die ich bekomme und wo gewollt wird, dass ich meine Informationen teile, dass ich auf Links draufklicke, um dann zum Beispiel meine Passwörter zu teilen, um mich auf Plattformen anzumelden, die eigentlich nicht die echten sind, oder mir Schadsoftware runterlade. Das sind so gerade große Gefahren, die kommen auch nicht immer per Mail. Aktuell gibt es ganz viele SMS, wo man einen Link bekommt, um quasi seine Lieferung nachvollziehen zu können. Ja, nicht draufklicken, das ist ein großes Einfallstor aktuell. Warum sind denn organisatorische Regelungen so wichtig, wenn es um Cybersecurity geht? Weil es um Risikominimierung geht und diese Risikominimierung kann man mindestens genauso gut unterstützen, indem es um organisatorische Regelungen geht und Richtlinien, die dann umzusetzen sind und auch kontrolliert werden können. Ein ganz, ganz prominentes Beispiel ist eine Passwortrichtlinie. Es ist gut und wichtig, sich im eigenen Unternehmen, aber auch für sich selber als Person zu definieren, wie sicher müssen meine Passwörter sein, wie viele Zeichen müssen sie haben und wie oft muss denn das Passwort gewechselt werden. Wie oft sollte man beispielsweise ein Passwort wechseln? Also die Empfehlung geht von 3 bis 6 Monaten. Länger sollte man sein Passwort eigentlich nicht halten. Mittäter durch ungerichtete Angriffe, wie enttarnt man Phishing-Mails? Am besten darauf achten, wenn ein Zeitbezug gesetzt wird. Das heißt, irgendetwas ist dringend. Und wenn ein Imperativ, also sozusagen eine Handlungsaufforderung entsteht. Und die Kombination ist, Sie müssen das Passwort jetzt sofort eintippen, ansonsten droht Unheil. Der Urlaub ist storniert oder das Netflix-Abo ist abgelaufen oder das Geld auf der Bank ist in Gefahr. Wie kann es überhaupt passieren, dass meine E-Mail-Adresse in falsche Hände gelangt und wie kann ich das verhindern? Sie können es gar nicht verhindern. In dem Moment, wo zum Beispiel bei einem Provider wie LinkedIn oder vielleicht bei Facebook dort ein Datenleck passiert, da gerät dann Ihre E-Mail-Adresse sozusagen in Umlauf. Das heißt, Sie machen auch gar nichts falsch, es machen andere etwas falsch, wo Sie aber meistens ein kostenloses Service nutzen, dann kann man dem vielleicht gar nichts Böses nachsagen, aber daher kommt das. Zugang für Unbefugte geöffnet, Cybersecurity im Homeoffice, warum ein besonders wichtiges Thema gerade? Weil es ganz einfach die Form der Kriminalität ist, die durch die Pandemie, aber generell die stärksten Zuwächse hat. Also wir reden da zwischen 30% und 60% Zuwachs pro Jahr. Man rechnet damit, dass das weiter steigen wird, weiter explodieren wird auf über 100% Zuwächse im Jahr. Also es ist inzwischen die größte Form der Kriminalität. Wie kann man sich denn vor derartigen Angriffen schützen? Im Wesentlichen damit, dass man einige Grundaufgaben und Grundregeln einhält. Es gibt ja keine absolute Sicherheit, aber ich kann, wenn ich vernünftig einige Grundsätze anwende, mich ziemlich sicher machen. Das reicht von Passwörtern, die kompliziert genug sind, die ich regelmäßig tausche. Das geht über Backups, die ich regelmäßig mache. Das geht darum, dass ich mir von IT-Spezialisten mein Smartphone, mein Laptop anschauen lasse. Habe ich mein Virus eingefangen, dass ich mich bemühe, aktuelle Softwareversionen zu haben, dass ich nicht immer alles wegklicke, wenn etwas aktualisiert werden soll, eine Software. Das sind so Grundregeln, da erreiche ich schon ein hohes Maß an Sicherheit. Welche Erfahrungen haben Sie denn bereits mit Cyberkriminalität gemacht? Ja, ich habe schon einige Erfahrungen damit gemacht und zwar Phishing-E-Mails, ja. Und meine Telefonnummer wurde schon auch gehackt. Was nehmen Sie denn von der heutigen Veranstaltung mit? Was war besonders spannend für Sie? Ich selber bin der Meinung, dass man überhaupt diese Passwortsicherung auch noch auf eine weitere Stufe bringen sollte und das Ganze auslagern sollte in ein eigenes Gerät. Sprich, dass man softwaretechnisch nicht mehr die Chance hat, diese Passwort-Safes wirklich zu hacken, sondern dass das in einem eigenständigen Gerät, kann man sich vorstellen wie ein USB-Stick, auslagert. Das ist mein Plan und da versuche ich jetzt gerade mein Glück auch.